So, liebe Eishockey-Freunde, ich darf euch zur Pressekonferenz recht herzlich begrüßen. Beide Trainer sind da. Zu meiner Rechten haben wir den Trainer Markus Wartusch. Herzlichen Glückwunsch, herzliche Gratulation zu, deinem, okay. zu eurem Sieg. Zu meiner Linken, Luke Andrea. Presse ist heute. Ja, Gratulation erst einmal, ist Applaus wert, danke. Ja. So, ja, Markus, Schneefall, ihr habt es ja doch, gell? Ja. Deswegen selbe Bedingungen für beide Mannschaften. Wie seid ihr? Ihr seid gerade ins Spiel gekommen. Bitte deine Einschätzung zum Spiel. Na, erstmal guten Abend zusammen. Ja, also wir waren bereit von Anfang an, vom ersten Wechsel waren wir auf dem Eis da. Wir waren, wie gesagt, bereit, dass wir das Spiel annehmen. Und zwar bewusst, dass es gegen Gerrit erstmal sehr, sehr schwer werden wird, weil es eine gute Mannschaft ist. Die gute Einzelspielerin, die auch die Fehler, die wir machen, auch ausnützen wird. Mit dem Schneefall, klar, ist nicht ganz einfach zum Spielen. Wir sind aber eher eine technische Mannschaft. Aber das ist für beide Mannschaften gleich. Und wir haben es uns vorgenommen, alles sehr, sehr einfach zum Spielen. Die Scheiben hinten konsequent rauszuspielen und die Chancen, die wir nach vorne kriegen, die mussten wir nutzen und das haben wir zum Glück gemacht. Und dann ist das Spiel von der Torreihenfolge, wie es dann gelaufen ist, für uns immer in die richtige Richtung gelaufen. Wir haben immer das eine Tor nochmal geschossen zum 3-1, dann zum 4-2 wieder. Und das war wirklich dann der Schlüssel hinten raus und wir haben in den letzten 20 Minuten sind wir doch nochmal unter Druck gekommen. Und da haben wir defensiv sehr, sehr hart gearbeitet und meine Mannschaft hat einen riesen Kampfgeist gezeigt und von dem her disziplinierte Leistung. Und da kann ich bloß den Hut dafür ziehen, im ersten Spiel in der Verzahnungszone gegen einen Bayernligisten so eine Leistung abzurufen. Bei den Bedingungen ist aller Ehren wert und wir sind froh, dass wir hier 3 Punkte mitnehmen können. Ich glaube, das wird, so wie wir es bei euch in der Vorrunde gesehen haben, es wird für alle Mannschaften schwer sein, hier Punkte zu holen. Und wir hoffen, dass es nicht so vielen anderen gelingt danach. Danke. Ja, danke Markus für deine Einschätzung. Ja, Luki, was hast du zu sagen? Ja, servus miteinander, guten Abend. Ja, wir haben natürlich gewusst, dass eine starke Landesliga-Mannschaft da heute zu uns kommt. Ich habe das auch versucht, der Mannschaft zu vermitteln. Wir wollten auch gut ins Spiel starten. Leider sind nur die Kempner die ersten 10 Minuten spielbestimmend gewesen und sind gut ins Spiel gestartet. Ich gebe meinen Kollegen recht, auch meiner Mannschaft habe ich gesagt, wir wollten einfach spielen, die Scheiben hinten konsequent rausbringen aus dem ersten Drittel und fahren die Scheiben zum Tor. Der Gegner hat es uns vorgemacht, die haben die Scheiben konsequent rausgebracht über die Bande oder gelupft und sind dann der Scheibe hinterhergegangen. Das hat der Gegner besser gemacht wie mir und sie haben auch dann immer zur rechten Zeit die Tore gemacht. Wir sind dann immer wieder rangekommen, aber haben es den Gegner auch zu einfach gemacht, zum Toreschießen auch eingeladen teilweise, individuelle Fehler, die der Gegner gut ausgenutzt hat und dann, wenn du dann im Rückstand bist, bei dem Schnee noch und ist natürlich schwierig, dass du mal rankommst, aber man muss natürlich auch sagen, der Gegner hat die Chancen konsequent genutzt, wir nicht, wir haben auch genügend Chancen gehabt, das Spiel nochmal zu drehen, aber wenn du dann keins reinbekommst, wir haben eine Penalty gekriegt, dann Alleingang 2-0 aufs Tor und bringen den Puck nicht ins Tor und dann brauchst du dich natürlich nicht wundern, wenn du verlierst und darum Gratulation an Kempten. Ja, Markus, eine Frage noch für meine frühen Mannschaften, die in der Verzahnungsrunde spielen, Landesligisten. Wissen ja nicht, gehen wir überhaupt in die Bayernliga? Wie schaut es bei euch aus? Also, wenn es soweit ist, wenn ihr durchgeht und die Bayernliga steht dann an, geht ihr auch in die Bayernliga dann? Ja, deswegen sind wir da. Ja, also erstmal für mich ist jetzt das Sportliche im Vordergrund, wenn wir hier in dieser Verzahnungsrunde spielen, ist für uns die erste Prämisse, dass wir hoch möchten. Und es ist auch vom Verein die Planung, dass wir in die Bayernliga möchten, weil ich glaube, Kempten ist ein Standort, der viel Tradition hat und auch noch viel begeisterte Fans. Wir haben es vor 2 Wochen gesehen gegen Ulm, aber 2300 Zuschauer gehabt. Also das Interesse ist da in Kempten und es gilt einfach jetzt weiter aufzubauen und deswegen ist für uns der nächste Schritt, den wir machen möchten, in die Bayernliga hochzukommen, aber es wird schwierig, es wird mehr als schwierig, es sind 13 Spiele noch für uns.
Und da wird jedes Spiel so knapp, wie es heute war, mindestens. Und da müssen wir uns durchbeißen. Da muss auch alles zusammenpassen, genauso wie es heute war. Und so müssen die Spiele laufen, wenn wir es dann schaffen. Dann wäre es ja für mich persönlich jetzt mal, im Endeffekt muss es mal der Vorstand, der Finanzvorstand dann nochmal drauf gucken. Aber für uns ist ganz klar die Planung, dass wir da die Beine wieder möchten. Und dafür geben wir alles. Ja, entschuldige ich mir nochmal die Frage. Es ist nur so, dass einige Fans vielleicht kennt, die nicht so viel Bescheid wissen, nur einfach mal zur Klarstellung der Fans, die sie heute nicht so gut ausgehen. Also, dass man es nur mit sagt. Ja, Luki, jedes Mal, wir haben Schneefall. Jetzt sagt natürlich jeder Gegner, der zu uns ins Stadion kommt, ja gut, geht jetzt mit, die Seite ist gewohnt, wenn der Schnee da ist, okay, der Gegner hat er da, dann haben wir dann sicher einen Nachteil. Aber mir kommt es so vor, jedes Mal, wenn es schneit, dann sind wir immer am Verlieren. Wie gibt es denn das? Gute Frage, die ich jetzt auch nicht beantworten kann. Ich meine, wir machen jetzt nicht extra einen Schnee und trainieren das. Ganz im Gegenteil, eigentlich haben wir die Woche fast gar nicht gescheit trainieren können. Am Dienstag und Mittwoch, am Mittwoch ist fast gar nicht gegangen. Und am Donnerstag sind wir dann auf Tölz ausgewichen, dass wir wenigstens einmal gescheit trainieren können. Aber da waren dann bloß 12 Leute im Training, weil wir so früh die Trainingszeit gehabt haben. Die haben es dann vor der Arbeit einige nicht geschafft. Und eigentlich haben wir die Woche überhaupt nicht gescheit trainiert. Und ja, Schnee hin oder her. Wenn Schnee ist, muss man einfach spielen und das muss man halt dann auch tun. Das ist das Einzige und das haben wir halt nicht gemacht. Gut. Deswegen wäre es nicht besser. Trotzdem Applaus nochmal. Danke, Luki, für deine Aussage. Ich habe so das Gefühl, das ist das letzte Aufbäumen, nachdem das Dach ja jetzt kommt, wenn die Saison gelaufen ist, kommt das Dach ja drauf. Und irgendwie haben wir das letzte Aufbäumen, dass wir nochmal alle wissen, wie es ist, wenn der Schnee fällt. Ist halt so, man kann es nicht ändern. Gibt es denn noch Fragen aus dem Publikum? Jawohl. Jawohl, dann bitte. Was war mit Andreas Dornbach heute? Was war mit dem Andreas Dornbach heute? Ja, hat er mit Magenprobleme, irgendeine Entzündung oder ganz genau kann ich es auch nicht sagen. Der war beim Arzt heute und deswegen konnte er nicht spielen. Gibt es sonst noch Fragen? Wie geht es dem 84er von euch? Der Engelbrecht, der kommt eisgemobelt. Der 84er. Ja, der Christian Engler, hat einen Schuss, einen Schlagschuss auf den Spanne vorne gekriegt. Das tut weh im Schlittschuh, aber das wird wieder gehen. Ist ein Kämpfer, ist ein Weißer. Das kriegt er hin. Okay. Aber danke.